Der algebraische Beweis des pythagoreischen Lehrsatzes über die Ähnlichkeit. Zuerst konstruieren wir ein rechtwinkliges Dreieck mit Hilfe des Thaliskreises. Wir teilen es anschließend in zwei rechtwinklige Dreiecke und zeichnen die drei für uns relevanten Winkel Alpha, Beta, Gamma ein. Die zwei fährwegmarkierten Winkel sind gleich groß, was wir nun beweisen. Die Winkel Alpha und Beta ergeben 90 Grad. Die Winkel Beta und Gamma ergeben ebenfalls 90 Grad. Somit ist Beta 90 minus Alpha bzw. 90 minus Gamma. Nun setzen wir diese beiden gleich. Das heißt, 90 minus Alpha ist gleich 90 minus Gamma. Wir wandeln das Ganze um und erhalten somit Beta ist gleich Alpha. Somit ist die Winkelgleichheit bewiesen. Nun stellen wir die Proportionen der zwei Dreiecke zueinander auf. B zu P ist gleich C zu B. A zu Q ist gleich C zu A. Nun lösen wir diese. B² ist gleich C mal P. A² ist gleich C mal P, Q. A² plus B² ist gleich C mal Q plus C mal P. C wird herausgehoben und somit erhalten wir A² plus B² ist gleich C².